Das hier wird vermutlich das schlimmste Video, was ich jemals gemacht habe, weil ich das jetzt komplett ohne Skript mache. Naja, bis zu einem bestimmten Punkt, aber den werdet ihr dann schon finden. Aber ich habe absolut keine Lust, was zu schreiben, deswegen rede ich einfach mal drauf los. Und zwar geht es um diese ganze Debatte um Elden Ring und ob es irgendwie einen Easy Mode bräuchte. Und ich möchte da mal ein bisschen tiefer eingehen als dieses simple Ja, Nein, Vor- und Nachteile, dieses Ganze. Ich habe das Gefühl, die Debatte ist so ein bisschen auseinandergegangen. Also das Laufen liefen, irgendwie ist es ja schon vorbei, aber irgendwie wird es ein Dauerbrenner sein, wenn das nächste From Software-Spiel rauskommt, was Armored Core 7 sein wird. Mark my words. Da wird das dann auf jeden Fall nochmal aufkommen, ja. Da waren verschiedene Schichten von Argumenten, die aber irgendwie dann einfach nur zusammengewürfelt wurden und es kam dann zu einem Easy Mode Ja oder Nein im Großen und Ganzen raus, was ja schon mal falsch ist. Ich habe ein paar Argumente gelesen, wo Leute gesagt haben, hier, ich arbeite den ganzen Tag, ich habe Familie, ich habe keine Zeit, wirklich mich irgendwie mit dem Spiel zu behängen, im Sinne von, dass ich mehrere Stunden jetzt an einem Boss vibe oder sowas. Ich möchte die Welt von Elden Ring auch mal so genießen. Das ist das Argument, bei dem ich absolut nicht mitgehe, bei dem ich sagen würde, dann spiel lieber ein anderes Spiel, aus folgenden Gründen. Nicht aus dem Grund, dass du dann einfach besser werden sollst, sondern dass das Spiel außerhalb von diesem Core-Gameplay nicht so viel zu bieten hat, wie du vielleicht denkst. Ich glaube, wenn man diese Hauptstory einfach auf eine DIN A4-Seite versucht runterzubrechen, dann ist das jetzt auch nicht mehr so atemberaubend. Hier ist aber der Teil, wie diese Story einem erzählt wird, beziehungsweise wie man sie sich selbst aus einzelnen Teilen zusammenziehen muss, was aber auch in der Tat ein sehr zeitaufwendiger Prozess ist. Und wenn du nicht bereit bist, das Spiel, die Zeit zu investieren, um in der Gameplay-Situation besser zu werden, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du bereit bist, deine Zeit zu investieren, dir 500 Item-Beschreibungen durchzulesen und dir dadurch dann die Story zusammenzusetzen. Es sind aber beides tatsächlich so Gegenstände in der Story, die vermutlich erstmal, was From Software angeht, so bleiben werden. Dann geht das Ganze mit Richtung, wofür man einen Easy Mode braucht, aber nochmal eine andere Richtung, in eine wichtigere, wie ich finde, und da geht es dann um Inklusion. Also da wurde dann gesagt, ja, so ein Easy Mode, das hilft ja Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung oder wie auch immer, mit allem Möglichen, auch dieses Spiel spielen zu können. Der grobe Gedanke dahinter ist definitiv richtig. Hier geht es aber dann eher darum, gerechte Startbedingungen zu schaffen, finde ich. Also das heißt, wenn wir vom Normalen ausgehen, dass eine Elden Ring-Erfahrung ist, dass man gegen Bosse kämpft und mehrere Male stirbt und stirbt und stirbt und irgendwann die Patterns auswendig gelernt hat und sich dann sagt, okay, jetzt verstehe ich's und es dann schafft, dass Menschen durch verschiedene Beeinträchtigungen nicht mal die Möglichkeit haben, diese Erfahrung zu bekommen. Also das, was ich jetzt gerade als normal beschrieben habe, dass die quasi auf einen Level gehoben werden, dass die dann die Möglichkeit haben, das zu schaffen. Das soll durch einen Easy Mode erreicht werden. Und das ist definitiv eine Möglichkeit, einen Easy Mode. Das Problem ist aber, da hört es dann für mich ehrlich gesagt nicht auf. Menschen, die Probleme haben mit der Sicht zum Beispiel, für die würde es ja helfen, wenn man die Textgrößen anpassen könnte oder auch die UI-Größe im Großen und Ganzen. Ja, Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Hände zu bewegen, denen würde es helfen, wenn man die Knöpfe beliebig umändern könnte und so weiter und so fort. Man müsste quasi für jede Beeinträchtigung, die es da draußen gibt, eine Option einbauen, um diese auszuhebeln, dass die Chancengleichheit gegeben ist. Jetzt kommen wir aber vielleicht zu dem Punkt, wo wir merken, wenn wir das tatsächlich machen, dann wird das eine sehr lange, komplexe und auch kostspielige Situation, in die sich der Entwickler dort bringt. Und wir reden hier immer noch von From Software, die ein mittelgroßes japanisches Entwicklerteam sind, die wohlgemerkt jedes einzelne Soulspawn-Spiel haben fremdpublishen lassen. Also ich weiß nicht, wo die das Geld hernehmen sollen, hier jetzt auf Inklusion zu achten, so leid es mir tut, aber es ist irgendwo immer noch ein Produkt innerhalb einer Angebot-Nachfrage. Marktwirtschaft, dies, das, ihr wisst schon, und da muss man irgendwo Abstriche machen. Wenn es gewollt wäre, dass
Inklusion eine größere Rolle spielt in den Spielen, dann wäre das, glaube ich, von den Publishern aus auch ausgegangen. Ich glaube, Bloodborne ist das beste Beispiel hier. Da ist ja einfach Sony im Endeffekt zu From Software gegangen und hat gesagt, hier eure Soulsborne-Spiele, die sprechen ein ganz bestimmtes Publikum an. Und das wollen wir eigentlich auf die PlayStation 4 holen, dieses Publikum. Und dafür brauchen wir ein Spiel. Und mach doch einfach mal eins in die Richtung. Und das finanzieren wir. Und so ist dann Bloodborne entstanden. Und ja, solche Publisher wollen ja dann genau dieses Spiel. Ne? Das ist ja alles Marketing, dass diese Spiele schwer sind, dass man da gut für sein muss oder sowas. Das spielt da alles rein und das wollen ja dann auch die Publisher, dass das so bleibt. Ich glaube auch, Sekiro ist nochmal ein gutes Beispiel. Sekiro hat sich für mich so angefühlt, als ob man das Spiel eigentlich auch komplett ohne Souls-like-Elemente hätte bauen können, aber aus irgendeinem Grund dort immer noch welche drin sind. Und ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran steckt, aber ich hatte immer das Gefühl, ja, entweder hat From Software das gemacht, um den Publisher, also in dem Fall Activision, zu versichern, ja, das ist genauso ein Soulsborne-Spiel, wie ihr wolltet, ihr müsst mir glauben. Oder andersrum, der Publisher gesagt hat, hier, sollte das nicht ein bisschen Soulsborniger sein? Könnt ihr da nicht mal irgendwas dran arbeiten? Aber ich glaube, Activision hat irgendwo mal behauptet, dass die denen dort eigentlich ziemlich freie Wahl gelassen hat, was die machen. Ist aber alles PR-Gelaber, muss nicht so stimmen. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es so klingt, als würde ich sagen, ja, scheiß mal auf Inklusion, das kostet alles zu viel und da kriegt niemand was zurück. Das meine ich natürlich nicht. Ich wollte hier nur einmal ganz genau darauf abzielen, dass From Software vielleicht mit der Art Spiele, die sie rausbringen, immer wieder diese Diskussion anstachelt, aber rein finanziell nicht in der Lage sind, diejenigen zu sein, die was dagegen tun können. Es gibt ganz andere Publisher oder Spieleentwickler und so weiter und so fort, die mehr finanzielle Möglichkeiten haben, auf Inklusion zu achten. Und es ist natürlich wichtig, es wäre schön, wenn überall die Möglichkeit bestehen würde, dass jeder jedes Spiel spielen kann. Aber ich glaube, realistischer wäre es, wenn der Markt einfach schon mal so viele Spiele hat, dass Menschen mit Behinderung tatsächlich eine Auswahl haben an Spielen, die sie spielen können, ohne jetzt irgendwie großartig suchen zu müssen. Und das am besten in jedem Genre. Also das alles jetzt mal kurz zusammengefasst. Wenn du keine Zeit hast und deswegen Easy Mode haben möchtest, dann hilft dir der Easy Mode auch nicht. Das Spiel ist lang, das möchte deine Zeit beanspruchen. Such dir halt was anderes. Bei Inklusion hilft der Easy Mode auch nur bedingt. Wäre natürlich schön, denke aber, dass das hier finanziell nicht möglich ist. So. Und nur mal als kleines Beispiel, dass wir vielleicht bei Elden Ring am falschen Spiel suchen, habe ich jetzt hier noch mal kurz, ein kurzes Augut, in Super Mario Odyssey reingeguckt und was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt. Für Möglichkeiten der Inklusion gibt und bin da zu einem ziemlich ernüchternden Ergebnis gekommen, was ihr euch jetzt nochmal angucken könnt. Und da ich das Video schon vor ein paar Wochen aufgenommen habe und eigentlich gedacht habe, ich schalte das irgendwo mitten in ein Video rein und nicht zum Schluss, und dann hat sich aber noch vieles geändert, ist das hier schon mal der Part, in dem ich mich offiziell verabschiede. So, wir befinden uns jetzt in Super Mario Odyssey. Das ist ein Spiel von Nintendo, die hat man vielleicht schon mal von gehört. Sowohl Nintendo als auch Super Mario wären jetzt so die beiden Sachen, die mir als erstes einfallen, wenn ich denke, es hat was mit Gaming und familienfreundlich zu tun. Aber jetzt schauen wir doch mal, inwiefern familienfreundlich auch bedeutet, dass es barrierefrei ist, ja? Und dafür schauen wir erstmal, was wir denn innerhalb dieses Spiels an Möglichkeit haben. Das Spiel für uns anzupassen an unsere bestimmten Bedürfnisse, die wir eventuell haben. Man muss immer dazu sagen, Barrierefreiheit bedeutet irgendwie alles Mögliche, ja. Also es gibt unzählige Behinderungen, wenn man Behinderungen nur sagt, Beeinträchtigungen von mir aus auch.
Und dementsprechend müsste es unzählige Möglichkeiten geben, Spiele abzuändern. Wir haben hier jetzt im Spiel Modus können wir auswählen. Da gibt es einmal einen Hilfemodus, da weisen Pfeile einem den Weg und man kehrt nach einem Sturz aus größerer Höhe schnell ins Spiel zurück. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen mehr nach einem Easy Mode als nach irgendwelchen Barriereeinstellungen, barrierefreien Einstellungen. Dann haben wir die Datenverwaltung, die nur speichern, laden, löschen ist. Das können wir also streichen. Wir haben die Steuerung. In Steuerung steht einmal die Kameraeinstellung. Ja, also wie man die Kamera bewegt. Dann Vibrationen können wir ein- und ausstellen. Ob wir die Karte mit nach oben auf dem Steuer-Digi-Kreuz drücken, öffnen wollen, ja oder nein. Und ob wir Ballonjagdmitteilungen bekommen, ja oder nein. Weiß ich jetzt nicht, was das mit Steuerung zu tun hat. Ich habe immer das Gefühl, dass er nirgendwo anders mehr mit reingepasst, deswegen ist das jetzt hier. Spracheinstellungen haben wir noch. Ja, hier ist zum Beispiel die verbotene Sprache. Und das war's dann eigentlich. Gut. Das bedeutet, in diesem Spiel können wir effektiv die Schriftgröße nicht ändern, was für Leute, die irgendwelche Sehbeeinträchtigungen haben, schlecht ist. Wir können bestimmte Farben nicht ändern, was vielleicht für Leute mit anderen Sehbeeinträchtigungen wie Farbenblindheiten nicht so gut ist. Wir können die Steuerung nicht ändern, was vielleicht für Leute nicht so gut ist, die Controller nur auf bestimmte Art und Weise halten können oder gar nicht halten können und darauf angewiesen sind, die wohin zu legen und dementsprechend zum Beispiel nicht gut an die Schultertasten rankommen, ja. Das sind alles Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt bestimmt auch noch unzählige mehr. Es ist immer die große Frage, muss man sich jetzt da wirklich drauf einlassen und für jede einzelne Person irgendwelche Möglichkeiten einbauen? Würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, es ist leider nicht möglich. Die Sache ist aber, einige Sachen sind, klingen relativ einfach möglich, wie zum Beispiel Knöpfe umlegen und sowas, die eigentlich in jedem Computerspiel zum Beispiel drin sind, aber auf Konsolen sieht es da eher mau aus. Und was Schriftgröße und sowas angeht, ja, da bricht man sich jetzt, denke ich, auch nicht einen ab. Wir müssen aber dazu sagen, außerhalb vom Spiel. Ja, wir sind ja in einem Nintendo-Spiel auf einer Nintendo-Konsole. Das heißt, wir dürfen ja nicht sagen, Nintendo versucht es nicht. Gibt es zwei Möglichkeiten, die schon mal ein bisschen die Barrierefreiheit, zumindest sowas Ähnliches versuchen, was freundlicher zu gestalten. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit dem Toad rede und ich sehe dort diesen Text und sage mir, huiuiui, das ist auf meinem Bildschirm da vorne, das ist ganz schön klein. Man kann eine Zoom-Funktion einstellen, ja? Wir gehen mal kurz, ich zeige das mal, in den Systemeinstellungen. Unter Konsole ist es, glaube ich. Unter Konsole ist es, glaube ich, ganz unten. Dann ist hier Zoom, genau. Wenn diese Option aktiviert ist, kann man die Zoom-Funktion anwenden, indem man zweimal hintereinander die Home-Taste drückt. So, wir schauen mal, was das bedeutet. Das bedeutet, wir kommen hier in so einen Zoom rein, wo wir größer und kleiner machen können. Es gibt ein kleines Problem, wenn ich jetzt A drücke. Wie der Tod es von mir verlangt, passiert nichts. Ich muss erstmal auf Übernehmen drücken. Ich versuche mal so groß wie möglich den Text anzeigen zu lassen, ja. Also ich könnte auch so und dann kann ich hier einmal so rübergehen und Wort für Wort lesen. Größer geht dann auch wieder nicht. Irgendwann hört es halt auf. Dann sage ich aber hier, okay, ich kann jetzt den ganzen Text so groß wie möglich auf einmal sehen. Drücke auf Übernehmen und dann kann ich wieder A drücken. Und dann kann ich weiter A drücken und dann bin ich da raus. Dann kann ich das auch wieder wegmachen. Das ist vor allem für Textgroße, für Spiele mit viel Text ist das interessant. Ich kann mir bei einem Fire Emblem zum Beispiel vorstellen, dass das eine ganz interessante Option ist, die einem das Spiel erleichtert. So, was haben wir noch? Ich habe mich darüber beschwert, dass ich die Tasten nicht ändern kann. Das geht auch in den Systemeinstellungen. Und zwar hier unter Controller und Sensoren. Und ich kann die Knopfbelegung ändern. So, jetzt aber kleines Problem. Ich bin mal ganz verrückt. Ich sage A ist Y und Y ist A und drücke hier auf Fertig und drücke wieder auf A für OK und es funktioniert nicht mehr. Ich muss mit Y drücken. So. Und dann sehen wir schon das erste Problem. Hier unten rechts wird überall im Menü noch angezeigt, dass A okay ist. Aber A ist bei mir so gesehen, also wenn ich meinen Controller vor mir habe und den Knopf, auf dem das A steht, vor mir sehe und auf diesen drauf drücke, dann passiert gar nichts mehr, weil ich muss Y drücken. Das muss ich mir jetzt merken. Wenn man jetzt tatsächlich mehrere Knöpfe ändert, also das heißt ZR und R und so irgendwie wegnimmt von da, wo sie sind, weil man einfach an die hinteren Schultertasten nicht rankommt und dann irgendwo vorne hin macht. Achso, Doppelbelegung geht übrigens auch nicht, oder?
Nee, geht auch nicht. Man kann einen Knopf deaktivieren, das ist ja sehr interessant. Kann also einem Knopf sagen, okay, ich möchte, dass auf dir gar nichts drauf ist, aber man kann nicht einem Knopf sagen, okay, ich möchte, dass auf dir zwei Sachen drauf sind. Gut, ist auch ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Naja, wobei stehen geblieben. Achso, ja, genau, dann wird es ein bisschen eng hier, wenn man auf die hinteren Knöpfe nicht zugreifen kann, aber das ist, glaube ich, ein Problem, was ich mir jetzt in echt nicht ganz vorstellen kann. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass eben da A steht auf dem Bildschirm und wenn ich A drücke, passiert nichts. Und das große Problem ist auch, das ist auch in Spielen so, das heißt, hier steht A, ich drücke den Knopf, auf dem A steht, er führt das aus, was eigentlich mit Y passiert und der Tod wird getroffen. Auf dem PC gibt es da andere Sachen. Wenn man dort in irgendwelchen Einstellungsoptionen die Knöpfe ändert, dann ändert sich auch die Anzeige immer. Also in so gut wie jedem Menü, was ich jetzt kenne. Prove me wrong, dass es anders ist. Auch in Ordnung. Und es wird dir aber eigentlich tatsächlich immer der Knopf angezeigt, den du auch in dem Moment drücken musst. Und das ist eben möglich, wenn die Änderung der Knöpfe über das Spielmenü und nicht über das, wo ist mein Cappy? Oh, der Hund hat. Braver Hund. Sorry, ich habe mich ablenken lassen. Das ist eben möglich, wenn die Änderung der Knöpfe übers Spielmenü und nicht übers Konsolenmenü funktioniert. So. Ich entferne das mal ganz kurz wieder. Das andere Problem ist natürlich, das ist jetzt überall hier, ne? Also das heißt, meine Knöpfe sind in jedem Spiel, was ich spiele, verändert. Wenn ich jetzt, ich glaube, Fortnite ist bestimmt ein Spiel, das hat super viele Barrierefreiheit, Möglichkeiten und so weiter und so fort. Das hat bestimmt auch Möglichkeiten innerhalb vom Spiel, die Knöpfe zu ändern, auch auf der Switch. Wenn ich da das jetzt abändern würde, dann ist es doppelt kompliziert, dann ist es durcheinander. Das heißt, ich mache es entweder für die ganze Konsole oder ich mache es gar nicht. So. Ein großes Problem habe ich noch mit dem Spiel. Und das zeige ich hier in der Anleitung. Also es gibt schon mal eine Anleitung, großes Plus, in der man die Steuerung, ja, bla bla bla, da sieht man nur, was macht jeder Knopf so ungefähr. Und da seht ihr vielleicht schon ein, was da dran steht, da steht Schütteln. Schwierig. Und dann gucken wir in die Basisaktion und sehen, hier sind tatsächlich ein paar Aktionen, Wurf nach oben, Wurf nach unten und der Drehwurf. Und ich glaube auch noch hier genau, dass man noch mal die Dings ändern kann, die Richtung, in der die Cappy fliegt, im Flug. Auch nur durch Schütteln möglich. Und das sind vier Aktionen, wo man, da man die Knöpfe nicht umlegen kann im Spiel, darauf angewiesen ist, den Controller zu schütteln. Und das ist, glaube ich, wieder eine Art der Problematik, dass es Beeinträchtigungen gibt, wo du froh bist, wenn du den Controller auf dem auf dem Bildschirm, wenn ich was gesagt habe. Wenn du ihn irgendwo ablegen kannst und dann die Frontknöpfe drücken kannst, die vorne angezeigt sind, dann kriegst du schon Schwierigkeiten mit denen, die hinten drauf sind, also LR und so weiter. Aber ganz unmöglich wird es dann halt, den Controller zu schütteln, ne? Und es ist ja nicht so, als ob das jetzt hier irgendwie ein Spiel wäre, wo ich sage, das ist fester Bestandteil vom Game und wenn du den Controller nicht schütteln kannst, ja, dann ruiniert das die Spielerfahrung, sondern nein, das sind einfach nur bestimmte Wurfarten, die aus irgendeinem Grund aufs Schütteln vom Controller gelegt sind und die kriegst du da nicht weg. Und sie sind zwar nicht spielentscheidend, ja, das gilt auch nochmal zu sagen. Also das heißt, dass ich den Move hier nicht machen kann, komme ich, glaube ich, trotzdem ganz gut durchs Game. Aber sie sind eben da. Und das ist so ein bisschen was, da wird noch zu wenig drauf geachtet. Und es ist eines der Dinge, die man eigentlich ganz leicht beheben kann, indem man einfach sowas wie im Spiel eine Möglichkeit anbietet, die Steuerung zu ändern.